Wir sind mutig vorangeschritten, haben uns niemals unterkriegen lassen. Einst, als das Endgame-Szenario kam, wurden wir hier sehr stark zurückgetrieben, hatten nur noch zwei Regionen in der Treibsande. Aber wir haben uns zurückgekämpft, sind sogar im westlichen Dschungel unterwegs, haben uns hier gen Norden vorgearbeitet, die ganzen Gebirge zurückerobert. Doch heute müssen wir nochmal ganz tapfer sein. Wir müssen nochmal ganz fest und eng zusammenstehen. Denn hier oben sehen wir 4 Armeen der Zwerge. Hier sehen wir weitere 2 Armeen der Zwerge. Und hier unten macht sich Oxyote bereit mit 2 Armeen. Und hier sehen wir Tic-Tac-Toe, der eventuell den Frieden per Blitzkrieg brechen könnte, um die Statuen der Götter einzunehmen. Wir müssen heute ganz, ganz tapfer sein, zusammenstehen, geht Schulter an Schulter, Rücken an Rücken. Wir lassen uns umkreisen von unseren Feinden, doch wir werden standhaft bleiben, auch wenn wir mal einen Schlag ins Gesicht bekommen. Wir halten den Feinden die andere Wange hin und wenn er dann zuschlägt, dann sind wir bereit, um in die Gegenoffensive zu gehen. Und wenn ihr dabei seid, dann lasst dem Video nochmal ein Like da. Denn wenn ich das nicht zu euch sage, dann sind die Likes deutlich geringer. Deswegen jetzt runtergehen, liken und wir legen los. Denn Wallace von Karstein hat hier Oxyote vor sich. Das ist natürlich eine super Sache, weil wir jetzt hier natürlich entsprechend die Oxyotel-Armeen abfangen können, bevor sie in unsere Länder reinströmen. Eigentlich wollten wir Richtung Krokgar gehen, um denen so ein bisschen zu schaden. Aber wir nehmen natürlich alles mit, was wir hier bekommen. Deswegen überlegen wir mal, gegen welche der Armeen wir gehen. Hier hätten wir natürlich die schlimmere Armee. Aber die Armee ist auch nicht viel besser, ehrlich gesagt. Die Armee ist auch nicht viel besser. Hier haben wir viele fliegende Einheiten. Das wäre natürlich für uns gut, weil wir die Lufthoheit haben. Deswegen sage ich einfach mal, welche Armee ist für uns die schlauere, zuerst anzugreifen. Ich glaube, Duranadar sollten wir zuerst angreifen, das machen wir auch, weil wir hier unsere Lufthoheit besser ausnutzen können. Uns wird eine knappe Niederlage vorhergesagt, wenn wir gegen beide kämpfen, das wollen wir gar nicht. Wir gehen in den Blitzschlag und uns wird immer noch eine Niederlage vorhergesagt, aber ich denke mal, wir kriegen das hin. Wir spielen das, wir starten das Gefecht und Dan Wallace von Karstein, unser großer Kommandant hier in den Treibsanden, wird bei Orions Lager, einst von den Waldelfen besetzt, hier gegen Oxyote kämpfen, gegen die Echsenmenschen, gegen eine ziemlich starke Armee. Wir sehen Gehörnte, die Elite-Kavallerie, wir sehen ein Legendary Coatl in der Regiments of Renown-Version, regenbogenfarbig. Wir sehen Terradon-Reiter, wir sehen Stegadons, wir sehen einen Bastiladon mit einer Sonnenmaschine und Stachel-Salamander-Jagdrude, die natürlich ganz fies sind für unsere fliegenden Einheiten. Aber ich bin der Meinung, dass wir das hier auf jeden Fall hinbekommen können. 4 Winde der Magie. Wir haben eigentlich gelernt, dass wir nicht pokern sollten. Ich lerne aber schlecht dazu, deswegen kanalisieren wir nochmal. Und was passiert? Magieentzug. Wir haben auch nur eine 16er Reserve bei den Winden der Magie. Das ist also ganz, ganz schlecht, mit was für Winden der Magie wir hier arbeiten müssen. Das ist ganz, ganz grausig. Wir können aber nicht viel dagegen tun. Was können wir machen? Also, was ich gerne machen wollen würde, ist unsere Armee in einem Wald zu verstecken. Wir könnten diesen Wald nehmen, sind so ein bisschen im Hügel ein Nachteil, aber wenn wir uns relativ weit hinten hinstellen, sollte es funktionieren. Also wir stellen hier erstmal unsere Nahkampfreihe auf. Sind wir hier versteckt? Sehr schön, hat funktioniert. Kevin von Leutstein kommt dahinter. Der wird hier das entsprechend anführen. Und dann haben wir natürlich noch ein paar Musketenschützen, die wir jetzt hier schlecht aufstellen können. Haben wir hier irgendwo noch einen Hügel oder sonst was? Haben wir nicht. Das heißt, die werden irgendwie, boah, schwierig. Ganz, ganz schwierig. Die werden irgendwie hier aufgestellt. Können wir die hier verstecken? Das wäre ein Traum. Ich glaube nicht, dass das geht, aber versuchen kann man es ja mal. Also, die werden irgendwie hier aufgestellt, damit die vielleicht einmal auf den Feind schießen können, falls sie kommen. Dann brauchen wir aber auch die Blutritter ganz in der Nähe, damit die sofort einschreiten können, falls die hier
in Gefahr sind. Die müssen noch ein bisschen zurückgesetzt werden, damit sie, ja, damit sie raus sind und versteckt sind entsprechend. Die Blutritter sind hier Steuergruppe 3, die sind Steuergruppe 4. Dann haben wir noch ein paar Wahrgeists, die kommen mal hier rechts hin, sind Steuergruppe 5. Die möchte ich dieses Mal in eine eigene Steuergruppe nehmen, weil wir nicht so viele davon haben. Dann haben wir die Flederbestien, die kommen mal, sagen wir mal, hier hin. Und die werden unterstützt von den Morteschreinen. Die Morteschreine sind jetzt hierfür da, so ein bisschen die einzelnen Einheiten hochzuheilen, die es brauchen, sprich sich selber. Und die Flederbestien, die werden dann aber natürlich hier zur Hauptarmee rübergezogen. Jetzt momentan möchte ich sie aber, weil sie sich nicht verstecken können, nicht bei der Hauptarmee haben, weil wir die Hauptarmee wirklich erst einsetzen wollen, wenn wir dem Feind schon so ein bisschen geschadet haben. Wir kennen das bereits. Dann haben wir noch ein paar Gruftschrecken, die können wir hier noch mit einsetzen. Sind auch, ja, sind auch geheidet. Das ist ganz gut, denn Wallace kann in die Vorhutaufstellung gehen. Bringt uns nicht so super viel, aber wir können die Feinde schon mal so ein bisschen ablenken. Und deswegen machen wir das auch. Ich würde sagen, alles ist aufgestellt. Steuergruppe 1 stellen wir nochmal kurz auf und die sind alle entsprechend versteckt. Das sehen wir hier an den Verstecksymbol. Das ist sehr gut und das sind unsere fliegenden Einheiten mit Steuergruppe 2. Und der Mordeschrein kommt natürlich mit in Steuergruppe 1 rein, sobald sie dort gelandet sind. Also wir starten das Gefecht und Dan Wallace von Karstein kann jetzt schon mal ein bisschen was anrichten, zum Beispiel mit dem Mahlstrom auf unser Koatl-Freund. Da werden wir jetzt schon direkt einen Mahlstrom raufsenden. Das wird sehr wichtig sein, dass wir da viel anrichten können. Dann haben wir hier natürlich Gehörnte, die Elite. Wow, das hat getroffen. Die Elite-Einheit, wenn es um Kavalleristen geht. Deswegen spucken wir auch einmal auf sie rauf. Das sollten wir machen können. Also einmal wird gespuckt. Und dann müssen wir uns ein bisschen zurückziehen, damit wir hier nämlich nicht von der Sonnenmaschine rausgenommen werden. Und auch nicht vom Koatl. Wie schnell ist das Koatl? Da haben wir eine Geschwindigkeit von 88, Geist des Tepok. Und diese 88er Geschwindigkeit können wir natürlich outplayen. Wenn das Koatl jetzt gegen uns im Alleingang vorgehen will, dann ist das sogar etwas, was wir sehr schön finden. Denn dann können wir uns jetzt hier mit den Flederbestien mit darauf stürzen. Und mit unserer Vampiren. Das ist ganz gut. Wir gehen nochmal ein bisschen weiter zurück. Wir wollen nicht in der Reichweite bleiben von der Sonnenmaschine. Das ist relativ wichtig. Aber das Koatl möchte anscheinend nicht hier weiterhin zukommen. Das möchte natürlich in der Reichweite der Sonnenmaschine kämpfen. Das ist klar. Dann gucken wir mal, ob wir jetzt so ein bisschen was machen können. Also Dan Wallace hat ein bisschen Winde der Magie. Das heißt, einen Seelenwind würden wir rauskriegen können. Wir können auch gleich nochmal ein bisschen heilen. Können nochmal einen Mahlstrom anwenden und so weiter und so fort. Also es gibt ein paar Möglichkeiten, die wir machen können. Wir stellen uns jetzt hier erstmal auf und versuchen ein bisschen Ruhe in die Sache reinzubringen. Damit wir nämlich jetzt hier schön einen Seelenwind wirken können. Und den können wir wirken. Lasst uns deshalb auch ganz bereitwillig beschießen. Damit wir nämlich jetzt hier den Seelenwind durchschicken können. Und der jetzt sehr viel Schaden anrichtet, ohne dass die Feinde sich bewegen. Da lohnt es sich, hier still zu stehen. Auch wenn es jetzt tatsächlich die Bewegung gab des Feindes. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber das haben wir ganz gut hinbekommen. Koatl kriegt hier nochmal einen Mahlstrom. Und wir ziehen uns ein bisschen zurück, gehen hier hinten hin in die Heilung. Wir haben natürlich keine Winde der Magie mehr. Wir haben jetzt den Einmalstrom angewendet, haben jetzt noch 3 Winde der Magie. Das bedeutet, es bringt uns noch einmal Vanhels Totentanz für mehr Geschwindigkeit und mehr Nahkampfangriff. Das war's dann aber auch. Und hier haben wir schon guten Schaden angerichtet. Das Koatl-Monster hat schon ein bisschen was einstecken dürfen. Das ist ganz gut. Und wir können hier natürlich nochmal ein bisschen heilen. Die Wahrgeists können sich auch ein Stück weit zurückziehen. Und dann wird jetzt der Feind wahrscheinlich gleich schon in den Angriff gehen. Das ist bei den Stachelsalamander-Jagdrudel sehr gut, weil wir dann nämlich jetzt schon
mit den Flederbestien raufgehen können und sie relativ unbehelligt rausziehen können. Das ist für uns sehr wichtig, weil diese Stachelsalamander-Jagdroute sehr gefährlich sind für unsere fliegenden Einheiten, weil die dann gut rausgenommen werden können, denn Wallace heilt sich jetzt hier bei den Morteschreien, das ist super. Wir, die Kampfechsen sind hier unten, die können wir nochmal kurz angehen, aber das sollte alles gar kein Problem sein. Und also unsere Mission ist im Großen und Ganzen aufgegangen, dass wir hier gesagt haben, wir werden uns ein wenig verstecken. Jetzt werden leider unsere Musketenschützen aufgedeckt. Aber im Großen und Ganzen ist es okay. Die Flederbestien verfolgen hier das Jagdrudel. Sieht ganz gut aus. Der Feind kein Stück aggressiv. Das ist sehr gut und sehr wichtig für uns. Es werden auch unsere Blutritter hier aufgedeckt. Die können sich das auch direkt einmal schnappen mit den Wahrgeist zusammen. Und hier sind wir weiterhin in der Regeneration. Das ist super. Die Flederbestien haben hier diese Jagdrute fast komplett rausnehmen können. Das ist gut und wichtig, aber jetzt müssen wir hier raus, weil wir jetzt beschossen werden. Coatl bringt sich in Stellung. Die anderen Salamander und die Gehörnten bringen sich in Stellung. Da müssen wir echt ein bisschen aufpassen. Das heißt, wir ziehen uns hier wieder zurück und ziehen das natürlich alles so ein bisschen in die Länge. Das ist aber für uns vollkommen in Ordnung, weil wir hier natürlich unsere Stärken ausspielen müssen. Wir sind hier in einer schlechten Situation und diese Situation müssen wir dann natürlich auch entsprechend mitnehmen. Terradon Reiter jetzt hier. Jetzt gibt es hier die Angriffe und da müssen wir direkt rein mit unseren Flederbestien hier in die Gehörnten, ganz wichtig. Und auch die Morteschreine können sich hier hinten mal hinziehen. Hier mal helfen. Denn Wallace geht mit. Vampiren geht mit. Und dann versuchen wir hier nochmal ein bisschen zu verfolgen. Auch diese Terradon-Reiter hier müssen einmal rausgenommen werden. Hier haben wir welche, die wir in der Verfolgung haben. Vielleicht können wir sie komplett rausjagen. Das wäre wichtig. Das wäre gut. Ihr müsst hier bitte verfolgen. Und zwar so schnell es geht. Ganz wichtig an der Stelle. Und hier müssen wir natürlich unsere Musketenschützen ein bisschen schützen. Waren leider nicht in der Plänkelstellung drin. Aber dennoch können wir jetzt hier die Gehörnten ganz gut rausnehmen mit unseren Einheiten hier. Haben Einheiten drin, die auch einen Bonus dagegen haben. Von daher sollte es im Großen und Ganzen ganz gut funktionieren. Hier brauchen wir nicht mehr verfolgen. Die sind komplett rausgenommen. Hier verfolgen wir nochmal. Das könnte klappen, das könnte aber schief gehen. Das wird hier ein even Kampf. Aber ich schätze mal, das kriegen wir noch hin. Und hier können wir uns auch direkt einmal reinstürzen. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Die Sonnenmaschine natürlich ganz, ganz fies für unsere Wahrgeist. Wir können nur über unsere Morteschreien entsprechend heilen. Das ist natürlich auch ein Problem. Und die Handgunners, die kommen mal hier an die Seite mit dazu. Und die Morteschreine kommen jetzt auch mal hier hinten hin. Jetzt können wir so langsam auch mal zeigen, wo unsere Hauptarmee ist. Das ist jetzt nicht mehr ganz so schlimm für uns. Wir haben ganz gut gearbeitet. Das war alles sehr, sehr schön. Denn Wallace geht auch mal ein bisschen mit, weil er noch ein bisschen heilen kann. Die Flederbestien, die machen sich mal auf den Weg. Und die Wahrgeists, die gehen mal hier hinten hin, ein bisschen in den Schutz. Eventuell lassen wir sie mal fliehen irgendwann. Oder wir sagen zu ihnen, dass sie in den Angriff gehen sollen. Jetzt kann sich der Feind auf uns einstellen. Er weiß jetzt, wo wir sind. Das ist alles nicht so das große Problem. Wir können noch ein bisschen ausseilen hier mit Dan Wallace. Und Coate kann gleich nochmal einen Mahlstrom abbekommen. Also das sieht ganz gut aus. Dann haben wir hier natürlich die Möglichkeit, einmal zu spucken mit unseren Flederbestien. Momentan haben sie ja nichts in ihr Futter reingemischt bekommen. Das finde ich sehr, sehr gut. Und dann gehen wir mal hier auf die Sauruskrieger, würde ich sagen. Einmal raufspucken auf die Sauruskrieger und dann gehen wir im Nahkampf auf das Jagdrudel rauf. Haben beide gespuckt, du noch nicht. Warum hast du noch nicht gespuckt? Einmal spucken! Naja, das sind ja auch die Flederbestien von Dan Wallace selbst. Wieso sollten die dann auch problematisch oder Probleme haben mit dem Spucken? Das funktioniert ja nur, wenn hier Dan Wallace das Ganze zu verantworten hat. Wir haben hier natürlich gleich nochmal ein bisschen die Regenerationsfähigkeit. Das ist schön.
Und die werden wir natürlich auch nochmal nutzen. Jetzt gehen hier noch weitere Saurus-Krieger mit rein. Die mit Speer sind natürlich ein Problem. Das ist klar, das wissen wir alle. Aber im Großen und Ganzen sollten wir diesen Kampf hier ganz gut überstehen können. Denn Wallace kann auch nochmal mit dazukommen. Und die Blutritter ziehen wir auch nochmal mit dazu. Beziehungsweise hier auf der Stegadon. Das wäre vielleicht ganz cool. Und die Wahrgeists, wollen wir die wirklich wegschicken? Nein, wir schicken die mal hinter den Stachelsalamandern her. Und die Flederbestien, die versuchen wir mal rauszuziehen. Und wir sehen hier tatsächlich, dass es große Probleme gerade gibt. Wir müssen hier auch nochmal ein bisschen uns selber rausziehen. Jetzt kommt hier der Mahlstrom rauf, damit er nicht so schnell ist. Wird hier verlangsamt. Die Flederbestien ziehen sich jetzt hier raus. Ganz wichtig, ganz schnell. Denn Wallace, kannst du da noch ein bisschen unterstützen? Die eine Flederbestie hat ja wirklich Probleme. Wir können ihr ein bisschen mehr Geschwindigkeit geben. Ist vielleicht ein bisschen verschwendet an der Stelle. Aber wäre ganz gut, wenn die Flederbestie überlebt, beziehungsweise sich dann hier hinten nochmal ausheilen kann. Deswegen geben wir ihr auch mal den Befehl. Und die Blutritter müssen natürlich auch wieder raus. Ah Mann, die sind hier reingekommen in die Schlacht. Das wollten wir eigentlich nicht. Also jetzt haben wir hier ein paar Probleme, die so hätten nicht stattfinden sollen oder dürfen oder müssen. Das ist ärgerlich. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Coatl muss hier auf jeden Fall angegriffen werden. Die Flederbestie hier müsste da eigentlich auch helfen. Coatl jetzt ein ganz großes Problem für uns. Da müssen wir jetzt mit allem rauf, womit wir rauf können. Blutritter müssen raus da. Einmal Blutritter gestorben, leider. Aber hier gibt es jetzt den ersten Zusammenstoß. Das ist soweit in Ordnung. Die Flederbestie hier hinten muss hier mit rauf. Denn Wallace schon ganz gut hier in Problemen. Muss sich deshalb jetzt hier auch mal heilen, in die Fähigkeiten reingehen, mehr Angriff geben und so weiter und so fort. Die Flederbestie kommt mit rauf und dann haben wir Coatl hier entsprechend vernichtet. Wahrgeists sind weg. Unsere Blutritter lassen wir fliehen, weil einmal Blutritter schon gestorben sind. Also wir haben hier hohe Verluste eingefahren, die ich eigentlich nicht haben wollte. Aber wir müssen damit jetzt leider erstmal leben. Damit können wir gerade nichts tun. Und die Handgunners hier kommen natürlich hier wieder hin. Aber sind im Plänkelmodus, deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen, dass die auch heile bleiben. Und die Flederbestie, die hier hinten ist, die geht hier mal auf die Stachelsalamander rauf. Okay, wie geht es Dan Wallace und euch hier hinten? Ganz gut, dann geht ihr mal auf diese Stegadon. Dann haben wir das schon mal rausgenommen, das sollte in Ordnung sein. Und hier hinten kann Steuergruppe 1 mal in den Angriff reingehen. Und Kevin von Leutstein wird sich selber auch nochmal buffen. Der kann das jetzt tun und jetzt haben wir hier hinten natürlich auch unsere Morteschreine, die mit in Steuergruppe 1 reinkommen. Und Steuergruppe 1 geht einfach mal in den Angriff rein. Mit den Morteschreien zusammen, dann sollte das ganz gut aussehen. Flederbestie, ein bisschen angeschlagen, muss jetzt wieder zurück. Die Musketenschützen müssen ein bisschen auf sich aufpassen. Die müssen ein bisschen auf sich aufpassen, machen aber einen ganz guten Job dabei. Flederbestie ziehen wir zurück. Ja, hier sind die Gehörnten bei der Flederbestie, ein großes Problem. Und hier hinten, wie sieht es hier aus? Nehmen wir natürlich viel, viel Schaden. Ganz viel Schaden. Das ist natürlich ein Problem, aber vielleicht können wir hier das ein oder andere Stegadon noch rausnehmen. Also eine sehr, sehr fiese Schlacht, die uns viele, viele Verluste abbringt. Aber wir haben hier natürlich wieder gezeigt, wenn es heißt für uns, dass wir verlieren sollen, dann können wir das Ganze noch gewinnen. Und das zeigen wir jetzt hier, indem wir natürlich unsere Macht präsentieren und uns hier auch die Stegadons vornehmen. Wir werden jetzt hier nochmal die Flederbestie buffen. Allgemein nochmal ein paar Buffs raushauen, aber Dan Wallace sollte hier nicht zu sehr mehr in dem Kampf beteiligt sein und geht hier hinten hin, damit er noch ein bisschen geheilt werden kann. Jetzt ist der Feind so langsam in der Fluchtphase. Das ist gut, aber wir sehen, wir haben viele, viele Verluste erlitten. Das ist bitter. Das ist ganz, ganz bitter. Hier sollten wir den Kampf schaffen. Das ist in Ordnung soweit.
Hier können wir nochmal raufspucken und das ist hier unser Sieg. Aber es ist ein teurer Sieg. Es ist ein ganz, ganz teurer Sieg. Und das dürfen wir nicht unterschätzen. Hier können wir nochmal Duranadar verfolgen. Was ist hier? Ein Stegadon. Ja, also wir verfolgen hier nochmal Duranadar. Ihr geht nicht mehr in den Plänkelmodus und versucht hier nochmal ein bisschen raufzuschießen. Wir müssen jetzt so viel wie möglich noch anrichten, so viel wie möglich noch töten, vernichten, verfolgen und in die Heilung gehen. Gerade Dan Wallace kann hier nochmal gut geheilt werden. Hier hinten scheint eigentlich alles ganz gut zu funktionieren. Du kannst hier hinten nochmal verfolgen. Du bist schneller als die Flederbestie. Und die Flederbestie hat hier vielleicht auch nochmal irgendwo ein ganz gutes Ziel. Ich sehe aber gerade keins. Wo gehen wir dann rauf? Sauruskrieger, Sauruskrieger. Dann gehen wir auf diese Sauruskrieger hier. Also wir müssen natürlich noch so viel rausholen, wie es für uns möglich ist. Ganz, ganz wichtig. Gehen hier hinten nochmal hinterher. Dan Wallace ist hier erfolgreich gewesen, so wie es aussieht. Wir gehen hier hinten auch nochmal hin. Und dann sieht das alles in Ordnung aus. Aber wir sehen natürlich, wir haben ganz, ganz viel. Wir haben ganz, ganz viel verloren und ganz, ganz viele, ganz, ganz viel Schaden erlitten. Nicht so gut ausgelaufen, wie ich es mir erhofft hatte, aber wir hatten natürlich sehr wenige Winde der Magie, was man natürlich nicht unterschätzen darf, dass das ein großer Unterschied ist, wenn man mit viel Magie reingehen kann in so eine Schlacht oder halt so gut wie gar nichts mitnehmen kann. Dennoch haben wir die Niederlage zu einem Sieg gedreht, darauf können wir stolz sein. Das können wir auf jeden Fall mitnehmen, das ist gut. Wir haben sogar nur 3 Verfluchte mit 2 Handwaffen überlebt, die lassen wir nochmal fliehen, bevor die hier doch noch irgendwie aus irgendeinem Grund zerfallen. Und ja, Dan Wallace kann noch ein bisschen ausheilen, das sehen wir. Deswegen wird er nochmal ein bisschen hier bleiben, solange er kann. Und hier seine Trefferpunkte so ein bisschen hochtreiben. Ich glaube, das sollte wichtig sein. Und ansonsten ist jeder so gut geheilt, wie es nur geht. Du nicht. Du kannst dich aber selber heilen und hier noch ein bisschen verfolgen. Allgemein verfolgen wir hier noch ein bisschen. Das ist schön, das ist gut. Die Schützen brauchen wir hier eigentlich nicht, damit wir nämlich nicht in den Friendly-Fire-Modus reinkommen. Das ist soweit in Ordnung. Die Fliederbestie macht hier einen ganz guten Job. Kann vielleicht auch nochmal in die Lüfte gehen und nochmal raufspucken. Das könnte vielleicht auch nochmal was bringen. Deswegen lassen wir sie in die Luft gehen, nochmal raufspucken und dann hier nochmal in den Nahkampf reingehen. Dann sollte nämlich diese Armee ziemlich stark ausgedünnt sein, sodass wir dann gut nachsetzen können und beim Nachsetzen vielleicht noch ein bisschen heilen können. Das wäre ganz schön und würde mich auch wirklich sehr, sehr freuen. Denn Wallace heilt und heilt und heilt, das ist sehr, sehr gut. Wir brauchen so viel Leben, wie es nur geht. Was haben wir verloren? Wir haben einmal Blutritter verloren und 2 Wahrgeists. Ansonsten sehe ich nichts, was wir verloren haben sollten. Und diese 3 Einheiten könnten mit ein bisschen Glück sogar wieder erweckt werden. So, jetzt ist alles vorbei, Pyrrhus Sieg, und wir schauen mal, ob es geschafft wurde, hier alles wieder zu erwecken. Nein, nur einmal Blutritter sind, genau, das hatte ich auch gesagt, nicht wahr? Einmal Blutritter gestorben und 2 Wahrgeists, das heißt 3 Einheiten, die hier gestorben sind. Blutritter leider schlecht in den Feind reingerannt, da haben wir nicht richtig gut aufgepasst, die hätte man besser einsetzen können. Wahrgeists waren eigentlich okay eingesetzt. Flederbestien wie immer eine ganz wichtige Einheit, die Morteschreine wie immer eine ganz wichtige Einheit. Musketenschützen haben eigentlich auch einen ganz guten Job gemacht, da müsste man mal schauen, wie viel Schaden die angerichtet haben. Und hier Dan Wallace wieder sehr stark mit dabei gewesen. Und man sieht auch gar nicht mehr, dass es zwischenzeitlich gar nicht so gut um ihn aussah, aber er hat sich natürlich hier gegen die monströsen Einheiten in den Weg gestellt, gegen das Quartel, gegen die Stegadons und so weiter und so fort. Das war ganz gut. Ein Stegadon hat überlebt. 2 Saurus Krieger haben überlebt. Rotkampfskings, Kamionskings und der Held. Ich glaube, das ist ganz gut. Und wir sehen, bis auf einmal Verfluchte mit 2 Handwaffen hat sich alles wieder erhoben. Das ist in Ordnung. Wir nehmen dieses Mal nicht die schwarze Magie, auch wenn es mich anschaut, weil wir jetzt hier nämlich gleich in den nächsten Kampf reinkommen. Deshalb werden wir jetzt hier die Verstärkung nehmen.
und gucken mal, ob wir hier noch ein bisschen was erheben können, was für uns ganz gut wäre. Also, was könnten wir erheben? Noch eine weitere Flederbestie wäre natürlich stark. Also, noch einmal Zweihandwaffen oder Gespenster wäre ganz gut, damit wir hier unsere Infanteriereihe wieder auffüllen. Und das machen wir auch, und zwar dieses Mal. Ja, machen wir es mit Gespenstern? Nee, wir machen das nochmal mit Zweihandwaffen und holen uns noch eine Flederbestie. Haben dann natürlich große Probleme mit dem Einkommen. Oder unseren Wargulf holen wir uns zurück, könnten wir auch überlegen. Aber der Wargulf ist natürlich nicht so stark gegen die Echsenmenschen. Gegen die Echsenmenschen wäre eine weitere Flederbestie sogar ein bisschen besser. Ja. Ich gehe auf die Flederbestie. Wir haben jetzt Probleme mit dem Geld, das ist klar. Aber das können wir erstmal noch so überleben. Nein, 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 nein! Verdammt! Ihr habt's gesehen. Ihr habt's gesehen. Ich wollte hier auf Duranadar gehen, um ihn weiter zu verfolgen, ihn rauszunehmen und dann eventuell noch die Bewegungspunkte zu haben, auf Inchar-Zan zu gehen. Aber da Inchar-Zan hier den Weg blockt, wir sehen das mit dem roten Einflussbereich, hat sich denn Wallace gedacht, okay, ich nehme den Angriffsbefehl gerne an, aber nehme dann hier diesen kleinen Umweg hier hinten rum, durch diese Gebirge hier rum und dann hier hinten lang zu gehen, was natürlich vollkommener Schwachsinn ist, aber wir spielen hier auf Legendär, wir können das jetzt nicht rückgängig machen. Jeder Missklick ist so mit einzurechnen. Jetzt haben wir das ganz große Problem, dass wir natürlich jetzt angegriffen werden können von beiden Einheiten. Das ist wirklich ein Problem. Im Gewaltmarsch können wir nicht wirklich viel machen, sind jetzt auch noch im Verschleiß. Das war nicht gut. Das war nicht gut, aber wir sind hier im legendären Modus. Und dann müssen wir auch legendär dagegenhalten. Sefiko von Karstein könnte sich eventuell Orions Lager schnappen. Es sollte tatsächlich sogar klappen. Ich weiß gar nicht, ob wir das machen wollen. Witzig wäre es natürlich, aber ich würde sagen, wir gehen mal mit ihm nach Kasabar. Dann könnten wir hier Alaric Ranulfsson davon abhalten, Kasabar einzunehmen. Sehen jetzt auch mehr von der Armee, die ist schon ganz gut geschwächt, das ist schon mal ganz gut. Aber im Tunnelnetzwerk natürlich immun gegen unseren Verschleiß. Deswegen gerade nicht in der... Ja, im Verschleißmodus. Wasser des ewigen Lebens könnte er sich holen. Wenn er das macht, ist Sefiko aber sofort da. Um Khemri mache ich mir jetzt noch Sorgen. Bei Mord im Stolzbad und Alaric gemeinsam natürlich Khemri einnehmen könnten. Aber ich habe ganz am Anfang gesagt, dass wir heute ein bisschen tapfer sein müssen, weil es wahrscheinlich nicht so richtig stark von unserer Seite werden wird. Jester Hellstein verteidigt hier als unser Joker die Statuen der Götter. Tic-Tac-Toe ist hier weiter im Verschleiß und wird wahrscheinlich nicht in der Lage sein, hier die Statuen der Götter einzunehmen, wenn wir hier auch noch dazu rechnen, dass wir hier noch eine Garnison drin haben. Das sollte in Ordnung sein und Jester hat ja mittlerweile auch den Seenwind, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Ja, hat hier auch den Seenwind, das ist ganz gut, ist mittlerweile in der Luft. Also, da sind wir eigentlich ganz gut unterwegs mit Jester, das könnte ganz gut passen, ja. Und wir werden mit Manfred natürlich nochmal weiterziehen. Und Manfred hat hier drei Zwergenarmeen auf der feindlichen Seite. Und wir gucken mal, wie weit die kommen und wir gehen denen natürlich ein bisschen entgegen, aber nur so weit, dass wir noch abhauen könnten. Falls hier der Feind auf die Idee kommt. Ja, falls der Feind auf die Idee kommt, uns anzugreifen. Denn gegen drei Zwergenarmeen wollen wir nicht angreifen. Wir gehen mal auf Kanalisieren, damit wir hier die Reserven nochmal hochtreiben. Manfred natürlich sehr stark, wenn er seine Magie benutzen kann. Klar, wir sehen hier viele Zwergenarmeen, die auch immun sind gegen Zauber. Aber im Großen und Ganzen sollte es eigentlich passen. So, das bedeutet für uns, wir sind jetzt erstmal hiermit durch. Wir können gerade nichts upgraden, weil wir haben hier wenig Einkommen. Wenn Khemri fällt, wären wir sogar im negativen Bereich. Das ist ein großes Problem. This better be important.
Man könnte natürlich überlegen, ob man bei Jester ein paar Einheiten wegnimmt oder ob man bei Sephiko sagt, komm, nimm mal die Skelettspeerträger weg, die brauchst du eh nicht gegen die Zwerge. Und die könnten wir jederzeit wieder neu holen. Das sind 74, also 150, 300, ja, fast 400 Einkommen, was wir uns sparen könnten. Aber das macht dann den Braten auch nicht mehr ganz so fett. Also wir vertrauen einfach mal darauf, dass Khemri nicht sofort eingenommen wird. Könnte aber durchaus passieren. Und Manfred von Karstein muss hier an dieser Stelle natürlich ein bisschen aufpassen, dass die Zwerge uns nicht zu dritt angreifen können. Aber ich glaube, das haben wir ganz gut hinbekommen. Bedeutet für uns, wir gehen weiter und müssen ganz, ganz stark hoffen, dass die Feinde sich jetzt in schlechte Züge bewegen. Aber es kann natürlich sein, dass Khemri fällt, es könnte sein, dass Granit Massiv fällt, es könnte sein, dass Oxyote Dan Wallace jetzt ganz blöd angreift und wir nicht mehr abhauen können. Aber diesen Kampf würde ich tatsächlich relativ selbstbewusst eingehen. Das sollte nicht das größte Problem sein. Wir werden tapfer zusammenstehen. Das ist das, was ich gesagt habe. Und dazu stehe ich. Wir lassen uns hier nicht unterkriegen. Granit Massiv fällt. Und dagegen können wir tatsächlich gerade gar nichts machen. Deswegen lassen wir es fallen, und zwar an Karas Akarak. Und jetzt werden wir tatsächlich von drei Zwergenarmeen angegriffen. Natürlich eine Schlacht, die wir niemals gewinnen könnten. Wir ziehen uns zurück. Und das hat geklappt. Der Rückzug hat geklappt, wie wir es vorhergesehen haben. Und jetzt wird Wasser des ewigen Lebens angegriffen. Das haben wir bereits vermutet. Da kann sich Sephiko aber gleich drum kümmern. Und Khemri wird auch angegriffen, und schaut euch das bitte an. Khemri wird angegriffen von zwei Zwergenarmeen. Das ist die Armee, die gerade Wasser des ewigen Lebens angegriffen hat. Deshalb so stark ausgemerzt, und wir sehen wieder einmal, die KI ist dümmer geworden und schickt sich hier selber in den Tod. Khemri natürlich, eine Hauptstadt, die sehr stark ausgestattet ist mit den Toren, mit den Türmen. Wir sind sehr, sehr stark in Khemri vertreten. Wir nehmen hier auch definitiv die schwarze Magie mit, damit wir uns weiterhin finanzieren können, auch wenn es hier und da mal ein bisschen knapper wird in der Kasse. Wir werden Blut sammeln, wie Abschischek. Und mit Sylvania wollen wir definitiv ein Militärbündnis haben, denn wir haben irgendwann noch mehr mit Sylvania vor. Und wir hatten ja unsere Devise gesagt, untote Verbündete dürfen in ein militärisches Bündnis. Also Aranessa Salzbite, die zwar selber nicht ganz untot ist, aber untot in die Schlacht führt. Wir haben Arkan den Schwarzen als Gruftkönig und jetzt die Vampirfürsten, also Vampirküste, Gruftkönige und die Vampirfürsten als militärische Verbündete. Und dann haben wir noch so ein paar, ja, sagen wir mal, opportunistische Freundschaften mit den Skaven und mit den Grünhäuten. Einmal mit Quickkopfjäger und einmal mit Wursak, dem schönen, netten Propheten dieser Wedorks hier. Die aber tatsächlich stark zu kämpfen haben gegen Krokgar. Ja, wie hat Dan Wallace hier zu kämpfen? Ich glaube ganz gut, aber wir können uns hier tatsächlich auf die schwächere Armee raufstürzen. Und das ist auch das, was wir tun wollen. Wir stürzen uns auf den schwächeren Feind. Würden sehr viel verlieren, das nehmen wir natürlich nicht hin. Und führen das Gefecht im Blitzschlag selber. Das ist jetzt nicht das spannendste Gefecht, was wir spielen können, aber es ist ein wichtiges Gefecht, damit wir nämlich danach nachsetzen können mit Dan Wallace und auch die größere Armee der Echsen ausmerzen können. Dafür ist es jetzt wichtig, dass wir so gut wie gar nichts verlieren und lebendiger aus der Schlacht rauskommen, als wir reingegangen sind. Das bedeutet, die Flederbestien und Dan Wallace und der Morteschrein, der angeknackst ist, die müssen alle aus dieser Schlacht rausgehen mit mehr Leben, als sie reingegangen sind. Deswegen werden wir gleich einen schönen Superblob starten. Und diesen Superblob zeige ich euch gleich einmal. Wir kennen ihn eigentlich auch schon. Und alle anderen Einheiten werden sich verstecken und die werden auch nichts mit der Schlacht zu tun haben. Also es sind hier einmal die Musketenschützen, die können sich gerne einmal hier auf den Hügel raufstellen, aber die werden irrelevant sein für uns. Dann haben wir hier unsere Infanteristen, die da vorkommen.
so alle versteckt sind. Das ist ganz gut. Dann haben wir hier noch mal ein paar Blutritter, die wir auch nicht im Kampf sehen wollen. Die kommen mal mit davor. Dann haben wir noch ein paar Gruftschrecken, die kommen auch mal mit dahin. Und dann sehen wir das alles als Steuergruppe 1. Versuchen wir alle hier zu erwischen. Ihr seid Steuergruppe 1. Ihr werdet keine Relevanz haben in diesem Gefecht. Dann haben wir die Wargeists, die auch keine Relevanz haben, aber hier hinten abgestellt werden, weil wir die nicht verstecken können. Die werden gesehen, deswegen kommen die schön weit an den Rand, damit der Feind, wenn er denkt, er will dagegen vorgehen, hierhin läuft und dann machen wir hier unseren Superblob. Der Superblob besteht aus zwei Mortis-Schreien. Die sind sehr wichtig, um hier uns wieder hochzuheilen. Und aus unseren Helden, die natürlich sehr viel anrichten können. Und aus unseren Flederbestien. Eine Flederbestie ist bereits voll geheilt, weil wir die relativ neu dabei haben. Die wird jetzt gleich entsprechend... Die wird jetzt gleich entsprechend nach vorne gehen und schon mal für ein bisschen Verwirrung sorgen. Und hier ein bisschen Feindesliebe predigen. Das machen wir direkt. Und der Feind, er bewegt sich leider direkt auf unsere Einheiten zu. Wir sind doch alle versteckt hier, ja, sind sie. Das heißt, er hat ein feines Näschen und bedeutet auch für uns, dass wir mit unserem Superblob hier ein bisschen Action machen müssen. Kann auch sein, dass er sich einfach nur den Hügelvorteil hier sichern wollte. Das kann auch sehr, sehr gut sein. Wir spucken einmal rauf und zwar auf die Sauruskrieger mit Speeren, weil die für uns die größte Herausforderung sind für unsere monströsen Einheiten, für Dan Wallace, für die Morteschreine. Deswegen machen wir das und jetzt versuchen wir hier mit der Flederbestie noch so ein bisschen für Unruhe zu sorgen, damit der Superblob bald hier voranschreiten kann und im besten Fall auch zusammen bleibt, nicht zu schnell unterwegs ist. Das heißt, ihr müsst mal ein bisschen langsamer unterwegs sein, nicht so schnell. Die Morteschreine sind nämlich nicht so schnell. Aber selbst wenn die langsam unterwegs sind, sind sie zu schnell unterwegs. Okay, das ist gerade in Ordnung. Aber wir wollen hier natürlich gleich mit guten Armeen, gut ausgeruhten Armeen in diese Schlacht reingehen. Diese Flederbestie kann nur von diesem Stegadon angegriffen werden. Das ist nicht ganz so schlimm. Kann sich hier jetzt darum kümmern, noch ein bisschen für Unruhe zu sorgen, während sich der Superblob weiter hochheilt und dann auch gleich in den direkten Angriff reingehen kann. Jetzt haben wir Kamille und Schleicher, die werden jetzt auch einmal fokussiert, weil die natürlich auch nicht ganz so nett sind für uns mit ihrem Geschossschaden, aber im Großen und Ganzen sollte das passen. Der Superblob bewegt sich weiter nach vorne in kleinen Schritten, damit wir gut zusammenbleiben und weiterhin in der Heilung sind. Superblob geht weiter nach vorne. Und wir umkreisen hier den Feind und lassen hier das Stegadon gut selber umkreisen und gehen hier weiter mit unserem Superblob. Und das sollte ganz gut funktionieren, dass wir hier gleich die Feinde gut rausnehmen. Und auf der anderen Seite uns selber ganz gut ausheilen konnten. Das wird sehr gut funktionieren. Vielleicht gehen wir auch gleich mit der Armee doch noch mit rein. Könnte man noch überlegen. Aber der Superblob wird gleich Superblobben. Ihr werdet das sehen. Das wird das schönste Blobbing-Erlebnis sein, welches ihr in den letzten Jahren gesehen habt. Das ist der sogenannte Superblob und ich glaube, er wird sich durchsetzen. Ihr werdet den Superblob bald auf Turnieren sehen. Der Superblob wird hier in die Warhammer 3 Geschichte eingehen. Ihr wisst es selber und ihr braucht euch davor auch nicht zu verstecken. Superblob greift an und zwar mit einem Morteschrein und das reicht auch, denn das sind nur Rotkamm-Skings. Und Dan Wallace kann sich jetzt hier auch nochmal ein bisschen Hilfe holen mit dem Wargulf. Und dann gucken wir mal, was der Superblob so zu sagen hat. Und zwar mit diesen beiden Flederbestien, die sich auf das Stegadon stürzen. Dan Wallace stürzt sich hier auf Duranadar, genauso wie unsere Vampirin. Ich war gerade ein bisschen abgelenkt, weil sie gerade gesagt hat, für Isabella. Ist das etwa? Ist Naka
Die Verbündete von Dan Wallace, die die Tropfen verabreicht hat. Ich bin erschüttert. Ich bin ganz, ganz schlimm erschüttert. Dan Wallace heilt sich nochmal selber, weil er gerade am meisten auf den Pöppes bekommt. Er kämpft aber auch gegen Durana da. Und wir kämpfen mit den Flederbestien hier gegen das Stegadon. Das funktioniert ganz gut. Die können sich gleich nochmal ein bisschen ausheilen, wenn die sich auf die Chameon-Skinks stürzen. Das sieht sehr, sehr gut aus. Können auch Steuergruppe 1 mit dazu holen. Das sollte alles gut funktionieren. Dann kann das hier auch in die Geschichte eingehen von dem Super Blob. So, wir spucken nochmal auf den Feind drauf. Spucken können wir gut. Haben wir beide gespuckt? Ja, wunderbar. Funktioniert doch. Und dann holen wir uns hier ein bisschen Leben zurück. Das sollte gut funktionieren. Leben zurück holt sich auch Dan Wallace, der hier viel zu lange schon gegen den feindlichen Kommandanten kämpft. Da kann sich Kevin von Leutstein gerne mal einmischen und sich den feindlichen Kommandanten schnappen. Und das war's. Damit haben wir den Feind besiegt. Damit ist der Feind Geschichte. Damit ist der Feind ausgelöscht. Damit ist der Feind vom Super Blob überwältigt worden. Und das sieht doch alles ganz gut aus. Wir haben hier einen Mordeschrein, der schon ein bisschen was abbekommen hat. Aber alle anderen sehen eigentlich ganz in Ordnung aus. Hier haben wir nochmal einen Mordeschrein, den wir hier gerne nochmal hinterher schicken können, damit das alles ein bisschen schneller geht hier. Und Dan Wallace kann sich eigentlich auch hier hinten nochmal raufstürzen. Ja, nee, wobei, nee. Ich würde sagen, mach das nicht, sondern bleibt mal ein bisschen hier bei den Mordeschreien. Und ihr heilt hier nochmal ein bisschen. Ich glaube, das können wir genauso machen. Wir haben ja sogar noch einen Heilzauber auf ihm, dann läuft das ein bisschen schneller. Das sieht doch alles ganz gut aus. So, alle anderen Einheiten bekommen auch nochmal den Befehl, hier anzugreifen. Wir verfolgen noch ein bisschen und nutzen noch die Zeit, um uns hier hochzuheilen. Wenn wir uns das anschauen, dann geht es Dan Wallace jetzt schon besser als vor der Schlacht. Dem Mordeschrein leider nicht, das hat leider nicht geklappt. Aber den Flederbestien auch entsprechend, von daher sind wir mit unserem Ziel auf jeden Fall erfolgreich gewesen, besser aus der Schlacht rauszukommen, als wir reingegangen sind. Das war ein entscheidender Sieg, anstatt ein Sieg mit ganz vielen Verlusten. Wir haben 0 Verluste und der Feind hat 258 Verluste. War jetzt nicht die spannendste Schlacht, aber der Superblob hat mal wieder bewiesen, dass er es alleine gegen so eine Armee aufnehmen kann und wir hier nicht viele Einheiten verlieren müssen bei so einem Kampf. Nein, ganz im Gegenteil, wir können uns hier auf die Stufe stellen, damit uns der Feind noch besser sehen kann, denn wir kommen aus der Luft. Wir haben den Superblob, wir haben die Mordeschreine und eventuell auch noch einen beschworenen Wargulf dabei. Deswegen vielleicht auch ganz cool, dass wir hier eine dritte Flederbeste installiert haben und der Wargulf jetzt nur noch beschworen wird, denn Dan Wallace kann ja einen Wargulf beschwören. Warum dann mitnehmen, wenn wir ihn auch beschwören können? Klar, kostet Winde der Magie. Aber die lohnen sich, glaube ich, schon in den meisten Fällen. Jedenfalls dann, wenn man einen Wargulf gut einsetzen kann. Und in den Fällen, wo man ihn nicht gut einsetzen kann, brauchen wir ihn ehrlich gesagt auch nicht in der Armee. Von daher bin ich ganz froh, dass wir das so gemacht haben. Und wir gehen hier nochmal auf die Einheitenverstärkung rauf. Damit wir nämlich dann im nächsten Kampf gegen Inshazan ganz gut unterwegs sind. Inshazan hat sich ein bisschen zurückgezogen. Hier haben wir immer noch eine Armee. Das ist ein bisschen lächerlich, ehrlich gesagt, aber was will man machen? Wir gehen nochmal hinterher, damit die Armee auf jeden Fall weg ist. Das ist wirklich lächerlich sonst. Wie viel haben wir verloren dafür? 12 Einheiten. Ja, wir nehmen die Einheiten Erfahrung, weil alles andere im lächerlichen Bereich ist und könnten jetzt Inshazan tatsächlich auch nochmal angreifen. Das ist auf jeden Fall eine Schlacht, die wir eingehen wollen und wir sehen hier sogar noch Krokka höchstpersönlich, der auch gut im Verschleiß ist und eine Armee hat, die man tatsächlich, ja, die man tatsächlich besiegen kann. Sefiko von Karstein hat hier Kasabar beschützt. Hat es beschützen müssen, ist ein bisschen die Frage.
Tic-Tac-Toe hat sich tatsächlich zurückgezogen, hatte Angst vor Jester Hellstein. Sehr gut gemacht, Jester. Sehr, sehr schön gemacht. Hier sind wir auch gleich in den nächsten Upgrades drin. Das funktioniert alles ganz wunderbar. Haben jetzt natürlich viel, viel Verlust im Einkommen, weil Granit Massiv natürlich hier auch gefallen ist. Und Marak wird wahrscheinlich auch bald fallen. Wir sind hier zwar in einer Stufe 3 Garnison drin, aber die Zwerge werden hier gut nachsetzen. Gut nachsetzen kann aber hier auch entsprechend Manfred von Karstein, der jetzt hier zumindest schon mal so eine schwache Zwergenarmee hier rausnehmen kann. Und das machen wir auch. Das machen wir direkt und greifen hier an. Das ist für uns die Niederlage und wir können hier nicht in den Blitzschlag reingehen, weil wir den Feind abfangen können im Tunnelnetzwerk. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen jetzt nicht gegen 3 Einheiten kämpfen. Deswegen gehen wir auf Rückzug. Leider. Und ich versuche es noch einmal. Und jetzt hat es funktioniert. Jetzt können wir im Blitzschlag gegen diese Zwergenarmee schon mal vorgehen. Und ich würde sagen, wir machen das noch einmal. Wir machen jetzt noch eine weitere Schlacht. Eine weitere Schlacht gegen die Zwerge. Wir haben jetzt viel, viel zu tun. Wir müssen hier gut aufräumen. Wir müssen unsere Ländereien wieder säubern. Und ich habe zwar am Anfang gesagt, dass wir viele, viele Rückschläge erleiden werden. Und wir hatten auch Rückschläge. Wir haben Granit Massiv verloren. Aber im Großen und Ganzen lief es bis jetzt ja ganz gut. Denn Wallace hat gut aufgeräumt. Manfred kann jetzt hier ein bisschen gegen die Zwerge aufräumen. Und die Zwerge haben sich bei Khemri selber aufgeräumt. Und Wasser des ewigen Lebens wurde in Anführungsstrichen nur ausgeraubt und nicht niedergerissen oder eingenommen. Von daher läuft es tatsächlich besser als gedacht. Aber wir müssen jetzt hier wirklich viele Schlachten selber spielen, weil wir hier natürlich in einer Lage sind, dass der Feind hier sehr, sehr gemein gegen uns vorgehen möchte. Wir haben mit Manfred von Karstein viele Winde der Magie, wir sehen das. 26 und dann noch eine Energiereserve von 134. Das bedeutet für uns, dass wir uns hier sehr defensiv aufstellen werden. Der Feind kann nicht hier rüberkommen, das heißt, er muss den langen Weg hier lang gehen. Wir können uns sogar noch weiter hinten aufstellen, um hier so ein bisschen den Hügelvorteil mitzunehmen. Das machen wir auch, weil dann Manfred umso mehr Zeit hat, gegen die Feinde vorzugehen mit seiner Flugstaffel. Hier stellen wir mal alle wichtigen Einheiten auf. Wir sind gut im Saft. Es geht allen Einheiten gut und brauchen uns hier gar keine Sorgen machen. Brauchen auch hier nicht irgendwie nach vorne preschen oder sonst irgendwas tun. Werden mit den Lufteinheiten ein bisschen für Furore sorgen und dann gibt es irgendwann hier den Zusammenstoß mit unserer, ja, mit unserer Infanterie. Das sieht sehr, sehr gut aus. Extra Schnitzeletter bleibt auch erstmal hinten. Und die Flugeinheiten machen erstmal ihr Ding alleine. Selbst die Vargeis will ich gar nicht mitnehmen. Ich glaube, das ist in Ordnung, wenn wir hier das Ganze zu viert machen. Und damit gehen wir jetzt auch direkt nach vorne und werden den Feind von Anfang an malträtieren. Wir starten das Gefecht, gehen mit unseren Einheiten nach vorne und schauen mal, was wir jetzt hier so ein bisschen anrichten können. Wir sehen hier ein paar feindliche Einheiten, die gemein sein können. Gerade hier diese Eisendrachen sind eine fiese Einheit. Da lohnt sich natürlich ein Seelenwind weniger, weil wir nicht ganz so viele Einheiten treffen können. Aber es sind sehr, sehr mächtige Einheiten, weshalb ich mich jetzt dafür entscheide, einmal durch die Eisendrachen durchzugehen. Aber nicht overcastet. Die Zwerge haben ja sowieso ein bisschen Resistenz an der Stelle. Aber die wollen wir auf jeden Fall so gut schon mal schaden, wie es geht. Und dann kommen jetzt die Flederbestien dazu, die sich jetzt auch direkt einmal raufstürzen können. Und Manfred von Karstein wird dem Ganzen auch nochmal die Krone aufsetzen, indem hier nochmal ein paar Zombies reingespawnt werden. Und dann haben wir hier diese Seite schon mal ganz gut unter Kontrolle. Und der Feind weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Die Vargeis können jetzt tatsächlich doch nochmal nach vorne kommen, weil ich hier die Gyrocopter relativ alleine sehe. Das könnte sich ganz gut lohnen. Hier haben wir jetzt die Zombies mit dabei. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. Die Flederbestie kämpft hier gegen 2 Kanonen. Das könnte ein bisschen schwierig werden vom Multitasking-Management. Deswegen kommen hier die nächsten Zombies rein. Und dann sieht das Ganze schon ziemlich gut aus. Dann gehen wir hier mal in die Eisendrachen rein. Die Flederbestien sind noch ganz gut im Saft. Denen geht es ganz gut. Die kämpfen hier voller Freude.
Das sieht wirklich ganz gut aus. Und dann können wir hier auch mal einen Seenwind durchschicken. Wenn wir jetzt viele Einheiten geblockt haben, das sieht sehr schön aus für einen Seenwind. Und die Flederbestie juckt es halt kaum, so einen Seenwind. Deswegen können wir das durchaus mal machen. So, Manfred ist hier in den Eisendrachen drin, damit die keinen Müll machen können. Jetzt kommen hier weitere Eisendrachen. Da kommen nochmal ein paar Zombies hinterher. Wargeist gehen jetzt hier rein auf die Gyrocopter. Und wir sehen, dass wir alleine mit unserer Flugstaffel den ganzen Feind schon fast alleine rausnehmen können. Das funktioniert sehr gut. Hier, die Zombies müssen definitiv auf die Kanonen rauf. Ja, sehr gut. Und du bist auf den Kanonen drauf. Ja, läuft alles bestens. Eine Flederbestie, die ein bisschen angeschlagen ist, da kommt jetzt mal ein Seenwind, eine Heilung rauf. Liegt daran, dass hier sogar der feindliche Kommandant drauf ist. Ganz, ganz gefährliche Situation. Da versuchen wir nochmal ein bisschen zu helfen. So gut zu helfen, wie es nur geht. Die Flederbestie wird gebufft, wo wir ihn nur buffen können. Geschwindigkeit runter vom Feind. Flederbestie, raus da! Raus da! Bitte! Gib alles, um da rauszukommen. Wir geben dir so viele Zauber. Wir geben dir so viele Zauber, um dich zu retten. Und es hat geklappt. Sehr schön. Sehr schön. Also, das war jetzt gefährlich. Manfred ist jetzt selber in einer gefährlichen Situation. In seiner Rettung ist er in eine sehr gefährliche Situation reingekommen, leider. Aber er kommt natürlich raus. Manfred von Karstein ist mittlerweile schon sehr, sehr bedacht. Er weiß genau, was er tun muss. Was hier ihm den Sieg bringt. Und deswegen können wir hier auch guten Gewissens gut voranschreiten mit Manfred. Alles gar kein Problem. Haben jetzt hier viele gute Zombies mit reingeholt. Hier hinten heilen wir uns mal ein bisschen kollektiv. Und dann sieht das alles auch gar nicht mehr ganz so schlimm aus. Hier können wir noch einmal raufspucken. Und dann haben wir das ganz gut gemanagt und gehandelt. Wir holen auch mal ein paar Zombies. Sehr gut, um den Feind hier zu binden, ihn aufzuhalten, auf uns raufzuschießen. Sieht ganz gut aus. Ja, also, wir können uns hier nochmal ein bisschen hochheilen. Bei den Zwergenkriegern mit Zweihandwaffen. Und werden auch Manfred nochmal heilen. Natürlich ganz wichtig, dass Manfred weiterhin im Saft bleibt. So, hier hinten, was ist hier los? Hier verfolgen unsere Wargeists weiterhin die Gyrocopter. Hier sind weitere Gyrocopter. Warum der hier nicht attackiert wird, ich weiß es nicht. Da hinten ist natürlich viel offensichtlicher. Nein, jetzt drehen sie um und holen sich hier dieses arme Geschöpf. Das sollte ganz gut funktionieren. Und wir könnten uns gleich sogar hier überlegen, uns komplett zurückzuziehen mit dieser Armee, die wir hier haben. Und sagen, so Feind, wir haben dich jetzt ein bisschen malträtiert und jetzt kannst du mal kommen und dich hier um unsere Infanterie kümmern. Das wäre richtig gemein, wenn wir das machen würden. Aber warum auch nicht mal gemein sein? Warum auch nicht mal gemein sein? Hier gehen wir in die kollektive Heilung rein. Das ist gut. Die Flederbestie hier hinten ist sowieso gut im Saft. Kämpft hier gegen ein paar Eisendrachen, die natürlich gefährlich sind. Das ist ganz klar. Wenn die einmal schießen, dann macht das viel Schaden. Aber die Flederbestie weiß damit umzugehen und holt sich hier die letzten Feinde raus. Ansonsten war das doch schon mal richtig gut, was wir hier gesehen haben. Und haben den Feind wirklich so stark geschadet, wie es nur möglich ist. Hier sind weitere Eisendrachen, die jetzt hier sehr, sehr gut mit Zombies ausgelöscht werden können. Die Flederbestien verfolgen hier Einheiten, die es nicht mit uns aufnehmen wollen oder können. Der Feind darf sich das gerne selber aussuchen, was davon die Wahrheit ist. Und hier kommt nochmal ein Atem durch. Nicht sehr effektiv, aber zumindest bringt er ein bisschen was. Und hier können wir auch nochmal rausspucken. Warum denn nicht? Noch einmal rausspucken. Und dann gehst du hier mit rein. Du verfolgst hier noch ein bisschen. Die Flederbestie war hier erfolgreich. Also das war wirklich ganz großes Kino, was wir hier gesehen haben. Und die erste Armee der Feinde, sie ist hier schon mal rausgenommen. Wir können hier gerne nochmal ein bisschen verfolgen, warum auch nicht. Aber im Großen und Ganzen ist das hier bereits erledigt. Wir spucken nochmal auf die Eisendrachen rauf. Eine der schlimmsten Einheiten für uns, die Wargeists.
Nein, sie müssen natürlich weiter auf die Gyrokopter. Ich weiß nicht, warum die hier noch nicht rausgenommen wurden. Hier gehen wir einmal auf die Eisendrachen rauf. Du hast gespuckt. Und dann können wir uns hier nämlich auch gemeinschaftlich auf Molgovar-Auge stürzen. Dann sollte das hier auch alles gar kein großes Problem mehr sein. Hier kommt nochmal ein Seenwind durch auf die feindlichen Einheiten. Dann sollten die eigentlich auch schon Geschichte sein. Denn so stabil sind die hier nicht mehr und da kommen sie ins Wanken. Und da kann sich Manfred auch einmal persönlich raufstürzen. Jetzt kommen wir hier in die Massenflucht rein. Molgovar-Auge unerschütterlich, kann nicht fliehen, aber er kann leiden. Und das wird er jetzt ganz schnell. Und das sieht auch ganz gut aus. Und dann ist hier dieser Kampf bereits erledigt. Sehr, sehr schön, hat mir gut gefallen, wir haben das gut gemacht. Wir können hier nochmal in die kollektive Heilung reingehen, warum auch nicht. Und dann sollte das hier sehr, sehr schön funktionieren. Sehr, sehr gut. Doch, er ist nicht unerschütterlich, er war nur sehr, sehr lange hier auf einer 100er Führerschaft. Vielleicht hat er eine Fähigkeit, die ihn unerschütterlich gemacht hat für eine kurze Zeit, das könnte sein. Und jetzt gehen wir hier ganz schnell zurück zu unseren Morteschreien, um nochmal ein bisschen auszuheilen. Soweit es denn noch geht und möglich ist. Das heißt, wir schicken alle, die noch ein bisschen Unterstützung gebrauchen könnten, dahin. Die beiden brauchen nichts mehr und Manfred kann sich natürlich auch nochmal selber heilen, das ist klar. Das macht er auch nochmal. Und dann versuchen wir hier nochmal ein bisschen in die Heilung reinzugehen. Und dann sehen wir auch, dass wir kaum was verloren haben. Wir haben hier nur die eine Flederbestie, die runtergegangen ist auf ja 4000 Trefferpunkte, also knapp 2300 Trefferpunkte verloren. Ansonsten haben wir alles behalten, alle sind im Saft, allen geht es gut, das ist ein entscheidender Sieg und die erste Zwergenarmee ist quasi ohne Verluste von uns hier rausgenommen worden und diese Verluste, die wir hatten, sind nur ein paar tausend Lebenspunkte von einer Fliederbestie, die zwischenzeitlich gegen einen Kommandanten gekämpft hat, von Armbrustschützen beschossen wurde und von Eisendrachen beschossen wurde. Ich glaube, damit können wir leben. Wir hatten auch Slayer in der feindlichen Armee, die habe ich tatsächlich nicht wahrgenommen. Das ist natürlich ein Problem, die hätten wir schnell rausnehmen müssen, hätten wir das gewusst. Wahrscheinlich haben auch die dann guten Schaden hier rausgehauen, die habe ich leider nicht gesehen. Das ist natürlich mein Fehler gewesen, die hätten wir schneller rausnehmen müssen. Aber ansonsten, was wir hier sehen, klar, viele getötete Einheiten hier bei den Zwergenkriegern, weil wir Zombies beschworen haben, so ist es richtiges Deutsch. Und von daher können wir damit wirklich leben. Null Verluste. Das war eine gute Schlacht. Und es wird weiter mit Schlachten regnen. Wir nehmen jetzt dieses Mal die schwarze Magie mit. Oder die Verstärkung. Dann hätten wir wieder eine volle Armee. Wir nehmen die Verstärkung mit. Wir nehmen die Verstärkung mit und sehen hier weitere Feinde. Wir haben billige Eisenhammer, wir haben Sundrim Heldur. Können hier viel rausnehmen beim Feind, das ist sehr schön. Und können uns dann hier langsam zurückkämpfen. Also der Vorstoß der Zwerge war nicht so schlimm, wie wir uns das vorgestellt haben. Können hier wieder weiter marschieren. Auch wenn hier Marak angegriffen wird, ist es nicht so schlimm, weil Granitmassiv dann für uns offen steht. Und hier oben gibt es natürlich weitere Vorstöße. Khemri steht vor der nächsten Belagerung. Wir haben hier Skyf Grimti Desson, der Katar angreifen könnte. Aber Sefiko steht bereit und will sein nächstes Zwergendebüt feiern. Und Dan Wallace kann sich hier auch auf Inchazan stürzen. Also, es wird viele, viele weitere Schlachten geben. Auch Chester könnte eventuell bald gegen Tic-Tac-Toe in die Schlacht ziehen, der sich hier nämlich gerade vorbereitet auf einen möglichen Angriffskrieg. Also es ist hier richtig spannend, aber nicht ganz so desolat, wie ich gedacht habe. Wir scheinen uns wirklich sehr stark stabilisiert zu haben und selbst bei so einem riesigen Angriff der Feinde standhalten zu können. Wenn euch das gefällt und wenn ihr ein Teil dieses Bollwerks sein wollt, dann lasst mir nochmal ein Like da und dann freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und hier die Fahne für unsere Sache hochhaltet. Also, bis zum nächsten Mal.